Diese Abfolge von Unwetter und Klimakatastrophen sollte ein Weckruf sein, ein sehr lauter und nachdrücklicher Weckruf an die Europäische Staatengemeinschaft, die Klimaschutzpolitik neu aufzurollen. Seit Kopenhagen, seit der Klimakonferenz der großen Hoffnung, die gescheitert ist, steht die gesamte Klimaschutzpolitik. Und unsere konkrete Forderung wäre, das berühmte 20%-Ziel, die Reduktion bis 2020 um 20% aufzumachen und zu erhöhen. Aufzumachen auf 30%, andernfalls ist das große Ziel, die Temperaturerwärmung bei +1 Grad einpendeln zu lassen, nicht mehr erreichbar. Und es ist mit denselben Mitteln möglich, die jetzt reserviert sind. Und das ist das Spannende der jetzigen Situation. Mit demselben Geld, das zur Verfügung gestellt werden soll, ist eine deutlich höhere Reduktion bei den Treibhausgasen in ganz Europa möglich. Bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumagentur, gibt es eine Fachabteilung, die den Themenbereich Nature Disaster bearbeitet. Nature Disaster heißt für Einsatz- und Hilfsorganisationen Satellitenaufnahmen zur Verfügung stellen, damit man weiß, welche Brücke zum Beispiel in Pakistan ist noch zu betreten, welches Kraftwerk funktioniert noch, was ist von Wassermassen bedroht etc. etc. Und die Expertinnen und Experten der ESA haben mir auch genau den einen Satz gesagt. Sie haben gesagt, im heurigen Jahr hat es so viele Anforderungen wegen Naturkatastrophen gegeben wie noch nie davor. Es ist tatsächlich so, dass dieser Sommer der Naturkatastrophen weit über Pakistan und Russland hinausgeht. In Summe sind 12 Regionen der Welt ganz akut in diesem Sommer betroffen gewesen, beziehungsweise sie sind es nach wie vor. Das erste Halbjahr des heurigen Jahres, das Jahr mit den höchsten Temperaturen seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im globalen Durchschnitt. Die Welttemperatur darf sich bis Ende des Jahrhunderts nicht stärker als um maximal 2 Grad Celsius erhöhen. Warum? Weil viele Experten und Expertinnen davon ausgehen, dass ansonsten die Klimaveränderung irreversibel unkontrollierbar werden würde. Es gibt eigentlich jetzt eine einzige Chance. Nach dem Wissen, wie dramatisch die Klimakrise sich tatsächlich auswirkt. Nach diesem Katastrophensommer muss es so sein, dass eine neue Dynamik bei diesen Verhandlungen ausgelöst wird. Und wir sind der Meinung, es gibt derzeit tatsächlich die Chance, dass eine österreichische Initiative sehr, sehr viel bewegen könnte, Staaten zu sammeln, Bündnisse zu starten, etwa mit Dänemark, Großbritannien, Finnland, etliche andere Länder, die dafür offen sind, um gemeinsam mit der neuen Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard, die dieses Ziel auch anstrebt, das Reduktionsziel für Europa bis zum Jahr 2020 von 20% auf 30% zu erhöhen. Wo man den Klimawandel erkennt, ist die Intensität der Ereignisse. Durch die globale Erwärmung steht hier mehr Energie zur Verfügung, sind Hitzewellen, die eine Wiederkehrswahrscheinlichkeit von 30, 50 Jahren haben, auf einmal um 1, 2 Grad wärmer wie vor 50 Jahren, haben dadurch natürlich andere Auswirkungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass seit 1970 der Anstieg kontinuierlich vor sich geht und dieser Anstieg kann nur noch durch den Anstieg der Treibhausgase erklärt werden. Die Schwankungen in der Mitte, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts sind auch teilweise durch natürliche Schwankungen, hier hauptsächlich der Anstieg der Solarkonstante, zurückzuführen. Der Anstieg seit den 1970er Jahren kam aber nur noch durch den Treibhauseffekt und die Erhöhung des Treibhauseffekts in der Atmosphäre erklärt werden. Und wer jetzt nach diesem Katastrophensommer noch zuschaut, der handelt fahrlässig gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern. Gestern ist wieder bekannt geworden, dass eine weitere Ölplattform im Golf von Mexiko offensichtlich explodiert ist. Also Stopp für Tiefseebohrungen noch einmal. Wir haben das im Parlament schon zur Abstimmung gebracht. Es wurde leider abgelehnt, aber vielleicht gibt es ja jetzt Einsicht. Der Bundesminister für Umweltschutz hat es über den Sommer übrigens übernommen, unsere Forderung. Also kann man optimistisch sein. Okay.